Mein Vater hat sich gedacht, dass ich diesen Beruf erlernen kann, weil er gesehen hat, dass ich handwerklich Fähigkeiten habe. Und er hat einfach einmal gemeint, jetzt fangen wir an, probieren wir das einmal. So bin ich eingestiegen als Lehrling. Aber mit meinem Idealismus und vor allem auch mit dem Idealismus meines Vaters haben wir gesagt, wir wollen die Handarbeit aufrechterhalten. Und es war uns immer wichtig, Maßschuhe zu machen, neben der Reparatur. Wir reparieren auch Schuhe, aber das große Augenmerk war immer, dass wir Schuhe nach Maß machen. Im Jahre 91 habe ich dann meine Meisterprüfung abgelegt. Und von dort weg bin ich dann selbstständig geworden und habe meinen Beruf dann sehr glücklich und sehr selbstbewusst ausgeübt. Also die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte hat man sehr traditionell gearbeitet. Die Handwerkstechniken haben sich verändert. Die Schuhe bzw. die Lederarten haben sich verändert und das ist für mich eine große Herausforderung, diese Dinge zu machen. Ich habe mich sehr inspiriert in Paris bei Berufskollegen, die das schon leben und praktizieren, mit Farben, mit bunten Leder zu arbeiten. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Sache für mich. Den Weg möchte ich auch bestreiten, wobei ich natürlich das Traditionelle nicht außer Acht lassen will.